2016, in diesem Jahr feiert der Ortsverband der CSU Günzburg sein 70-jähriges Bestehen. Die Termine und Feierlichkeiten zu diesem Anlass werden sich über das ganze Jahr verteilen. Höhepunkt wird dann die große Jubiläumsfeier im Oktober sein. Am 22. April wurde die Öffentlichkeit in den Landgasthof Linde eingeladen. Thema des Abends sollte erstmal im weitesten Sinn die politische Lage in Deutschland und Europa sein. Das aktuelle regionale Thema war die geplante neue Fernbahnstrecke, die Günzburg außen vor lassen würde. Hierzu wurde eine gemeinsame Resolution des Landkreises und der betroffenen Kommunen auf den Weg gebracht, die helfen soll, das zu verhindern. Als Referenten und Diskussionspartner des Abends waren der CSU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Georg Nüßlein sowie die Chefin der CSU-Landesgruppe in Berlin, Gerda Hasselfeld, eingeladen. Bei Gerda Hasselfeld machte leider die aktuelle Bundespolitik einen Strich durch die Rechnung. Sie musste kurzfristig absagen. Schade, aber nicht weiter schlimm. Georg Nüßlein sprang solo in die Bresche, legte sich mächtig ins Zeug und bezog durchaus eindeutig Stellung zu aktuellen Themen. Im Folgenden ein paar der prägnantesten Aussagen aus seiner Rede. Die etwas eingeschränkte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Ich denke, man versteht trotzdem alles gut genug. Diesem Land, der Bundesrepublik Deutschland, fehlt der Stolz. Und wenn ein Politiker sowas formuliert, dann heißt der zweite Satz, ich meine jetzt keinen übertriebenen Nationalstolz. Und allein die Tatsache, dass man mit Blick auf die politische Korrektheit genau das nachschieben muss, zeigt, woran es denn bei uns fehlt. Wir haben die bestaustarierteste Demokratie der Welt. Und wir wissen es nicht. Wir wollen es auch gar nicht wissen. Und da fällt jetzt das Stichwort Erdogan. Schauen Sie, da haben jetzt viele diskutiert, ob wir dem nicht gleich politisch mal Zeit geben müssen, wo es lang geht. Ich glaube, das wäre genau der falsche Schluss gewesen. Ich glaube, dass es richtig war, dass man so einem Despoten mit dem Rechtsstaat antworten, ihm auch zeigt, dass wir bereit sind, rechtsstaatlich gegen jemanden vorzugehen, der vorgibt, Satiriker zu sein. Ich sage bewusst so, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann an diesem Gedicht keine Satire entdecken, wenn ich gleich auch zugebe, dass mir innerlich alles gefällt, was ein bisschen gegen den Erdogan geht. Weil das, was der in der Türkei treibt, das geht auf keine Kugel. Dann weiß ich, dass in Günzburg sofort natürlich alle Lichter angegangen sind, weil das Thema mit der Bahn wieder hochgekocht ist. Dann haben wir gestern die Artikel gegeben, die zurückgehen bis ins Jahr 1992. Immer wieder dieselbe Nummer. Wie kommt die Bahn an Günzburg vorbei? Ich darf Ihnen offen sagen, das wird nicht stattfinden. Ja, also es wird zum einen deshalb nicht stattfinden, weil wir als Abgeordnete das nicht zulassen. Ne? Ja, es wird aber auch deshalb nicht stattfinden, weil die Pläne noch ganz lang dauern, bis die Zugs ist. Auch das muss man der Ehrlichkeit halber einfach dazu sagen. Und es dauert, meine Damen und Herren, umso länger, je mehr wir Schnapsideen haben, wie eine komplette Trassenverlegung und solche Geschichten, die die IHK ständig vorbietet. Ich sage das in der Klarheit. Man muss schon auch als Wirtschaftsvertreter manchmal überlegen, was ist wünschenswert, das ist das eine, wünscht ihr was? Und was ist das Realisierbare auf der anderen Seite? Und zu glauben, dass in der Zeit, wo die Leute, die deutschen Mehrheiten skeptisch und nicht stolz sind, dass man da dann einen Weg findet zur Bahntrasse, einfach mal direkt zu verlegen, das ist doch so realitätsfern, wie die IHK übrigens auch das sage ich und aber nichts dagegen, wenn das öffentlich wird, überhaupt kein Problem, ich sage, es geht immer Klarheit. Die haben uns bei dieser Flüchtlingsthematik die größte Schwierigkeit überhaupt eingebrockt, weil sie nämlich zwei Dinge berührt haben. Nämlich das eine Schutz auf Zeit für die Menschen, die kommen, Schutz auf Zeit und das Thema Zuwanderung, um unser Fachkräfteproblem zu lösen. Das haben wir ineinander nicht gehört. Und da waren die federführend mit dabei, ohne Rücksicht auf das, was das politisch für Konsequenzen hat. Und deshalb muss man dann auch sagen, ich bin wirklich stolz auf unsere Wirtschaft, aber ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, stolz auf die zu sein, die meinen, diese Wirtschaft zu vertreten. Ich glaube, dass wenn man über die Frage redet, Stolz, dass man dann auch über die Frage reden muss, sind wir denn stolz auf unsere Kultur? Meine Damen und Herren, wie lange hat es denn gedauert, bis wir in Deutschland an einen Punkt gekommen sind, wo man so etwas wie Leitkultur überhaupt in den Mund genommen hat? Das haben die Kollegen von der CSU insbesondere am Frühling eingesteckt für diese Formulierung. Wenn man sich Gedanken macht, was Kultur ausmacht,
dann kommt man zu dem Ergebnis, dass das doch die Werte und Normen in der Gesellschaft sind, die ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Reaktion letztendlich bei uns allen abspalten. Summe aller Werte und Normen, die informelles Handeln prägen, das macht Kultur aus. Die multikulturelle Gesellschaft, meine Damen und Herren, gibt es nicht. Multikulti heißt Parallelgesellschaft. Ohne Alternative. Und es wäre schön, wenn die, die jetzt immer uns predigen, dass sie die multikulturelle Gesellschaft wollen, wenn die mal ein bisschen darüber nachdenken würden, was sie denn tatsächlich an der Stelle von uns fordern, was sie sich denn letztendlich vorstellen. Ich glaube, wir können stolz sagen, für unsere Kultur eintreten, nicht intolerant, sondern selbstbewusst. Ich will nicht aussparen eine Diskussion über das, was uns gerade europapolitisch widerfährt. Ich halte das für die größte Katastrophe. Da ist die Flüchtlingsproblematik nicht die Ursache, sondern die Wirkung. Ein Symptom ist, wo man plötzlich ablesen kann, dass etwas nicht stimmt, an dem, was wir uns jedenfalls unter der Europäischen Union vorstellen. Dieses Europa ist in einer tiefen Krise, das ist ganz unstrittig. Wir haben alle, und insbesondere den Deutschen auch, ein Interesse, dass dieses Europa aus dieser Krise rauskommt. Dann haben wir viele Dinge getan, die heiß umstritten waren, auch in dem Kreis. Stichwort Griechenland. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diesen inneren Zusammenhalt, dass wir diese Identität an der Stelle in einer ganz besonderen Art und Weise brauchen. Es hätte sich ohne unseren Druck an der Stelle bei weitem nicht das bewegt, was am Schluss bewegt hat. Deshalb war es aus meiner Sicht richtig, in dieser Regierungsverantwortung nicht die Minister zurückzuziehen, nicht eine Dummheit zu machen und zu sagen, wir machen CSU bundesweit oder wir gehen aus der Fraktionsgemeinschaft. Sagt jetzt jeder von Ihnen das klar, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU, was soll der anders sagen? Ist mir auch klar, ja? Verstehe ich. Trotzdem, Opposition ist Mist und die Konsequenz von rausgehen aus der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU wäre Opposition und damit zum Scheitern verurteilt. Das Problem, dass wir da nichts mehr bewegen. Und wer sagt, wir hätten nichts bewegt, der hat nicht aufpasst. Ich habe große Sorge um die CDU. Die CDU öffnet auf der rechten Seite ein Scheunentor. Die CDU spricht von Modernisierung und von der sogenannten Mitte der Gesellschaft, vollzieht dabei aber einen Linksrund, bei dem viele nicht mehr mitzunehmen sind. Ich habe Kollegen wie den Gesundheitsminister Gröhe, mit dem ich oft in Kontakt bin, der mir sagt, das wäre seine Wunschkoalition. Ich glaube, du hast fromme Wünsche. Wenn das deine Wunschkoalition ist, dann will ich das Schlimme gar nicht erleben. Ja? Das ist die Vorstellung, die manche von denen reicht. Koalition mit den Grünen. Wie gesagt, das waren nur ein paar Auszüge aus einer über 30-minütigen Rede. Ich habe versucht, jede Äußerung auch im richtigen Kontext zu lassen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Im Anschluss gab es für das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Themen zu diskutieren. Das wurde auch gemacht. Und ich kann mich nur wiederholen, wenn ich empfehle, von solchen Gelegenheiten Gebrauch zu machen, egal welche Partei sie veranstaltet. Es sind die Themen, die uns alle betreffen und Diskussion und Meinungsaustausch sind die Grundlage jeder Demokratie. Und jeder demokratische Politiker stellt sich gerne auch kritischen Fragen. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung fanden dann noch die kleinen persönlichen Gespräche statt, bei denen sicher der ein oder andere Gedanke ausgetauscht wurde, der an diesem Abend noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Alles in allem wieder ein aufschlussreicher und interessanter Termin. Ich freue mich auf jede weitere Gelegenheit, den Meinungsaustausch zwischen Bürgern und Politik zu begleiten und Ihnen an dieser Stelle nahezubringen. Also, bis zum nächsten Mal.